Okay, dann los. So. Seltan, wir haben dein Problem gelöst. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Hier, das sollte Beweis genug sein. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ich denke, Sie haben recht, Menschen-Commander. Danke für diese Information. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Keine Sorge. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifelnd. Ich hoffe, Sie haben recht, Menschen-Commander. Ich würde es mir sehr wünschen. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ja, guck da bloß. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihend. Hören Sie nicht auf meinen Volus, Landsmann. Sie haben sehr geholfen. Ganz gleich, aus welchen Beweggründen. Ja. Okay, dann ist das Ding auch geklärt. So, dann düsen wir jetzt mal hier zu... Dingens hier unten. Da muss ich mir mal markieren, weil ich ja die Wege ja nicht alle auswendig kenne. Wo kommt man nochmal raus? Hier nicht. Hier. Das ist genau das, meine ich nämlich. Ich kenne mich hier in Null aus hier. Ich kann mich doch so viel hier drin bewegen. Ich krieg das nicht hin. Wer ist das? Same Spatria. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Was willst du denn jetzt von mir? Commander Shepard, mein Name ist Same Spatria. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Okay, dann her damit. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. What? Warum? Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Dass es nicht möglich ist. Ist logisch. Wir stellen das klar. Es kann keinen guten Grund geben, dass Sie den Leichnam Ihrer Frau nicht freigeben. Warten Sie bitte hier. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Verständlich. Okay, in der Bar. Ey, muss ich schon wieder zur Bar düsen hier? Nee, warte mal, da oben muss ich lang. Ich muss oben lang. Aber so langsam finden wir einen Weg, dass wir hier endlich rauskommen. Ich meine, wie viele Parts sind wir jetzt hier schon nur in der Zitadelle, ohne dass wir irgendwie außerhalb was gemacht haben? Wenn ich bedenke, dass wir draußen noch so viel machen können. Wir schwören, dass wir hier 1000 Teile für dieses Spiel kriegen. Ich bin häufiger hingegangen, als es noch das Arkos war. Ja, aber seit Fist es übernommen hat, gehe ich da auch nicht mehr hin. Die besten Lounges werden scheinbar von Läden wie Koras Nest ersetzt. Die Botschafter-Lounge ist nicht schlecht, aber das Entertainment-Programm ist todlangweilig. Sie wird halt von Bürokraten geführt. Wahrscheinlich haben sie monatelang darüber abgestimmt, was für ein Entertainment-Programm laufen soll. Genau das wird sein. Nee, das ist gar nicht unwahrscheinlich. Genau das wird sein. Das ist so... Oh Mann. Da kannst du deutsche Fibel danach schreiben. Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich einem Ruf folgen müsse. Nein, nicht seltsam. Viele von uns empfinden so.
Aber du bist die Erste deines Volkes, der es so ergeht. Wirklich? Ich habe noch keine anderen Menschen hier arbeiten sehen. Aber ich wollte auch nicht fragen. Nach dir werden sicherlich noch viele kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dein Volk hat gerade erst angefangen, die Welt zu entdecken. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Ja. Okay. So, dann düsen wir mal hier. Dann haben wir das Ding ja auch schon erledigt. Finde ich ja super. Rein hier. So, Jaira. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Gerne. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Was? Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ihre Haut ist so dick wie die Schuppen der Turianer. Undurchdringlich. Eine Wand zwischen Ihnen und der Welt. Und sie beschützt Sie und macht Sie stark. Und Sie verbergen niemals Ihre Stärke. Sie nutzen sie, um ihre Feinde zu verunsichern. Nur wenige wagen es, gegen sie anzutreten. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Sie haben ein ganz besonderes Talent, Jaira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander, als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Oh, ein Schmuckstück? Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Wow. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Also im Klartext, der hat selber keinen Plan, und was wir kriegen. Denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Ja, genau. So, was können wir jetzt noch machen? Erstmal wieder ein bisschen schauen. Mal kurz auf die Karte checken. Haben wir hier irgendwas? Ja, da. Was da? Mit dem Diplomaten sprechen Bosca. Okay. War der vorher schon da? Nee. Ja? Ich hab da vorhin schon mal auf der Karte geschaut, da war doch nix. Interessant, interessant. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz nach da oben. Also erstmal wieder den ganzen verdammten Weg zurück hier. Und danach können wir ja nochmal kurz runter zur C-Sicherheit gehen. Beziehungsweise, nee, ich werde dann nochmal ganz kurz die Mission mal mir anschauen, was wir gerade aktuell haben. So, das müsste hier gewesen sein, ne? Ich glaube, ja, da kommt schon... Questmarker. So, Moinsen Bosco. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ich bin wegen Samish hier. Ja, ein Mann namens Samish Bhatia hat Probleme damit, den Leichnam seiner Frau zu bekommen. Ah, Mr. Bhatia. Ein guter Mann in einer frustrierenden Lage. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie ihn Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Sie wurde misshandelt. Es geht um Gift. Sie glauben, dass ihr Leichnam kontaminiert oder auf andere Weise gefährlich sein könnte? Nein, Commander. Von Nirali Bhatia geht keine Gefahr aus. Ihr Körper ist vielmehr sehr wertvoll für die Allianz. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt,
Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Das ist nicht richtig. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Ja, ja, schon klar. Die humanitären Werte haben immer noch Priorität. Und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bhatia loszuwerden. Und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samish, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Warum müssen die Leute immer erstmal hier reinklatschen, um Klartext zu reden? So habe ich das gesagt. So wird das durchgezogen. Oder, hä? Hä? Also manche Leute muss man nicht verstehen. Da scheint hier drin irgendwie gerade so ein bisschen die Regel zu sein. Keine Ahnung. Das ist mir zu random irgendwie. Hier bin ich glaube ich etwas falsch. Ich muss hier lang. Ich werde mich hier drin nie zurechtfinden. Hallo nochmal, Commander. Moin. Haben Sie etwas gehört? Ja. Ich habe Mr. Bosca verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Immer wieder eine gute Tat. Immer wieder gerne. So. Ja, dann... Karte, Checkup. So, haben wir jetzt hier oben alles abgefrühstückt? Sieht zumindest danach aus. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz ins Tagebuch. Ja. Die Ausgegauten sind ja hier die Abgeschlossenen, ne? Auf der Zitadelle haben sich Allianz-Brutalierten reportet. Im Hydra-System des Argos-Rohcluster. Okay, da kommen wir später hin. Nachricht scheint man zu Pierre recht harmlos. Biotischer Kommune abgefangen. Keine Ahnung. Naja, okay, ich sehe schon. Alles, was Zitadell-spezifisch ist, ist hier drin. Eine Waffenlieferung. Jenna arbeitet für Detektiv, bla bla bla. Danach hat er eine Lösung vorschlagen, die es ihr ermöglichen könnte, auszusteigen. Die Lieferung zu Chelik bringen. Okay, ich muss auf jeden Fall wieder zurück zur C-Sicherheit. Der Wunsch der Reporterin. Zu Fists Büro zurückkehren. Was? Und der Fan. Sie haben Konrad vermutlich nicht zum letzten Mal gesehen. Was kann es schaden, beim nächsten Mal mit ihm zu arbeiten? Easy, klar. Okay, muss ich mal kurz überlegen, wo komme ich jetzt wie hin? Ich glaube, ich muss hier runter, ne? Hier unten war doch die C-Sicherheit. So, einmal runter hier. Let's go! Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben. Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianzmilitär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Okay, klar. Aber schön, dass hier unsere Taten auch hier drin nochmal quasi... nochmal erzählt werden. So, ich muss dahin, genau. So, nochmal so grob zusammengefasst werden. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das zog sich ja, glaube ich, bisher auch durch alle Teile. Unter anderem Andromeda, ne? Oder hat Andromeda das nicht mehr? Ist es nicht mehr? Ist es so lange her? Commander, Sie haben etwas für mich? Hier ist Ihre Lieferung, Chalik. Großartig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht mehr, als ich brauche. Hier, nehmen Sie das, Commander. Das brauche ich nicht. Und Sie haben sich das für Ihre Arbeit verdient. Was Jenna betrifft, ich kümmere mich darum, dass wir sie sofort aus Koras Nest rausholen.
Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard. Gerne. Ui. Da ist wieder einiges dazugekommen. Finde ich super. So. Undergbuch müssen wir später irgendwann hin. Jetzt geht's erstmal zu den unteren Bezirken. Aber siehst du, jetzt geht's voran. Ne? Jetzt schließen wir nach und nach die letzten Missionen hier ab und dann geht's weiter mit der Main Story. Ey, das hat auch ewig gedauert, oder? Aber wir wussten ja, was uns erwartet. Ich bin gespannt, was die Normandy in einem Kampf ausrichten kann. Wieso? Die Normandy ist auf Tarnung, nicht auf Kampf ausgelegt. Aber die Tarnung fügt dem Kampf im Weltraum, wie wir ihn kennen, eine neue taktische Ebene hinzu. Überraschungsangriffe, unentdeckte Flankenmanöver. Wenn es zu einem Kampf kommt, wäre mir ein Schiff der Flottille lieber. Es ist leichter, einem zu trauen, auf dem man schon selbst gedient hat. Okay, so. Wir sind jetzt da. So, haben wir jetzt hier irgendwas? Ja, hinten Fists Büro, da müssen wir noch hin. Guck ich mal nochmal unten nach, ob wir da irgendwas haben. Unten? Oben. Also hier. So, ist hier irgendwas? Ne, hier ist gar nichts. Okay, nice. Dann direkt weiter. Weiter. Ins Flux. Warte mal, war es Flux? Ne, das war doch nicht Flux. Oder? Nee. Hä? Lädt. Warum? Also manchmal muss man nicht nachvollziehen. So, okay, hier kommt man nicht direkt nach rechts lang. Okay. Ich dachte, man könnte hier eine Art Abkürzung nehmen, aber anscheinend wohl doch nicht. So, dann einmal runter hier. So, ich will hier einmal durch, bitte, Leute. Lass mich durch. Ich hab's ein bisschen eilig hier. So, gibt's da Leute hier? Nö. Kann ja sein, dass die respawnen, oder? Ich weiß es nicht. Okay, so, hier. Haken. Ja, Haken kann uns mal was. Nicht sonst wo. Oh, obwohl es rot ist, kommen wir hier durch. Nice. Finde ich super. So, was haben wir denn da? Optische Speicherdisk und Wandsafe. Ja, 20 Universalgel. Nein, erstmal manuell überbrücken. Wow, dafür sollst du dieses Gel benutzen. Natürlich. So. Eiskarte aktualisiert. So, wo muss ich jetzt hin? Hier ist nichts. Gut. Tagebuch. Der Fan. Wunsch der Reporterin. Stimmt, das kommt jetzt als nächstes. Und der Fan, das wird wahrscheinlich irgendwann später weitergehen. Das heißt, das hier jetzt aktuell ist unsere letzte Nebenmission. Und dann geht das schon wieder weiter. Mit der Story, oder? Boah, ich finde das super. Boah, hier komme ich aber auch nicht drauf klar. Also Steuerung. Wenn man rennt, ist es noch ein bisschen weird. Hast nicht so die Kontrolle beim Lenken. Vor allem, du kannst auch nicht die Kamera drehen. Ist das so eine Art Highway oder was ist das hier? Keine Ahnung. So, ich will hier da raus. Wo war das nochmal? Türsteuerung? Ja. Okay. Hey, mal raus hier. Warte mal, bin ich hier richtig? Ja, falsch zumindest nicht, aber ich glaube, ich hätte einen anderen Weg auch nehmen können. Oder so, keine Ahnung.
hätte definitiv einen anderen Weg nehmen können. Ja, ist jetzt egal, komm. So geht's doch auch. So, Leute, ich will hier raus. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Was ist denn damit? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander. Für Ihre Mühen. Danke. Noch mehr im Angebot. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Vorschuss? Gib mir 1 Million, bitte. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Immerhin 720 Credits. Das ist nichts. Das ist einfach nichts. Ach, Mann. Okay, aber damit haben wir so, glaube ich, alles fertig, ne? Die Quarianer haben die gesamte Galaxis in Gefahr gebracht, als sie die Geth entkommen ließen. Ich hoffe, dass ihr Volk entsprechend reuevoll ist, Tali. Sind die Turianer reuevoll, weil sie den sterilisierenden Genophage gegen die Kroganer inszeniert haben? Sie gehen davon aus, dass es ein Fehler war, sie zu sterilisieren. Alter, wieso ist das ab und zu mal so unscharf? So, wo bin ich jetzt hier? Ich glaube, ich habe jetzt voll die Horrorroute genommen, oder? Kann das sein? Ewig lang? Ah, ist ja auch egal. Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Huch. Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken hier rein wollen. Ja, das ist die arbeitsreichste Station auf der Zitadelle. Aber es wird nie langweilig. Das glaube ich. Aber ein paar mehr Männer könnten nicht schaden. Darum bist du ja hier. Kein Problem. Aber es gibt immer noch mehr Beschwerden, als die Officer abarbeiten können. Tja, so ist eben das Leben in der Nähe der Bezirke. Man gewöhnt sich daran. Kann man sich daran gewöhnen? Na, ich weiß ja nicht. Aber gut. Andere Spezies, vielleicht kommen die damit besser klar. Also ich nicht. Ich käme sie damit sind in der Wahl ihrer Panzerung ziemlich eingeschränkt, Tali. Können Sie nicht etwas ohne einen Helm tragen? Nein, das Leben in der sauberen Umgebung der Flottille hat unser Immunsystem geschwächt. Die Raumanzüge schützen uns vor Krankheiten. Dann ist Ihr Volk also auf ewig auf der Wanderschaft und könnte sich nicht mal niederlassen, wenn es den Wunsch dazu hätte. Tut mir leid. Ah, schade, dazu hätte ich gerne noch eine Antwort von ihr bekommen. Na gut, ist okay. Ist dann halt so. Eieieiei. Aber was haben wir hier geschafft? Haben es endlich geschafft, mit der Main Story weiterzukommen. Ich hätte den definitiv wegfeuern sollen. Wo es nur Dunkelheit gab. Dum-dum-dum-dum-dum. So. Oh. Endlich. Wir kommen jetzt weiter mit der Story, oder? Dieses Mal kann uns der Rat unmöglich ignorieren. Sarens Tage als Spectre sind gezählt. Wenn die Beweise es wert sind, mich dafür zu töten, dann sollten sie auch ausreichen, um den Rat zu motivieren. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Wäre ja wieder eine ganz schöne Sache, wenn das nachher wieder nicht stimmen würde, ne? Oder irgendwas sich wieder ausdenken. Ich meine, das ist Politik.